Sie sind gelandet auf dem Kanal Hartmut und ich, benannt nach der gleichnamigen Romanreihe. Eigentlich wird dieser Kanal genutzt für Buchvorstellungen und für satirischen Zeitkommentar, sehr gerne aus diesem Auto heraus. Da allerdings dieses Auto, ein E-Klasse Mercedes von 2005er Baujahr, neulich ein Problem hatte, dessen Lösung ich im Internet im Grunde nicht gefunden habe, habe ich mir gedacht, heute mache ich mal kein Satire-Video, sondern erzähle über dieses Problem und seine Lösung. Und Sie werden es vielleicht gefunden haben, dieses Video, weil ich es entsprechend verhashtaggt habe. Folgendes war geschehen. Der Wagen stand mit leerer Batterie vor der Tür. Und zwar richtig leer. So leer und so tot, dass der Schlüssel hier überhaupt nicht mehr dazu führte, dass das Auto irgendwie auf den Schlüssel reagierte. Man konnte ihn auch nicht drehen. Das Cockpit war schwarz, keine Anzeige, komplett tot. Ich habe die Batterie dann wieder aufladen lassen. Sie war komplett entladen beim örtlichen Dorf-Kfz-Mechaniker. Voll aufgeladene Batterie, das Auto wird ein wenig gefahren. Solange es gefahren wird, ging es. Als es dann wieder einfach mal ein oder zwei Tage stand, komplett entleert. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer ist daran schuld? Ist es Donald Trump? Ist es die Kanzlerin? Ist es der Klimawandel? Nein, es war ein stiller Verbraucher. Ja? Also damit ist jetzt nicht ein schweigsamer Mensch gemeint, der hinten auf der Rückbank sitzt und mir irgendwelche Einkaufstipps gibt und Toastscheiben mümmelt, bis sie verbraucht sind, sondern ein Element in diesem Auto, das so viel Strom gezogen hat, dass es die Batterie beim Stehen vollständig entleerte. Und nun kommt die Lösung, welches Element das war. Denn wenn Ihnen so etwas auch passiert, dann werden Sie ja genauso wie ich zu einem Vertragshändler von Mercedes fahren. Und dieser Vertragshändler wird etwas Vernünftiges tun. Er wird nämlich Stromkreis für Stromkreis überprüfen, welcher Verbraucher es denn sein könnte. Ergebnis war, und deswegen könnte es Ihnen ein paar Euro sparen, indem Sie vielleicht dem Vertragshändler sagen, gucken Sie doch mal als erstes nach diesem Stromkreis. Es war die Telefonanlage. Hier in der E-Klasse von 2005 befindet sich in der Mittelkonsole ein Anschluss für Telefone, der heute im Grunde überhaupt keine Rolle mehr spielt. Da konnte man die damals aktuellen Telefone dran anschließen und dann über das Cockpit telefonieren. Diese Telefonanlage ist natürlich überhaupt nicht in Gebrauch. Sie hat aber aus Gründen, die mir nicht näher klar sind, Strom gefressen plötzlich. Nach all den Jahren in dieser Menge, dass sie den Wagen komplett entleert hat. Der absolut großartige Vertragshändler Mercedes Beresa in Warendorf hat mir dann den Vorschlag gemacht, wissen Sie was? Bevor wir das jetzt austauschen, diese ganze Anlage, die Sie ja sowieso nicht verwenden, überbrücken wir einfach diesen Stromkreis und fertig. Dazu an dieser Stelle, Beresa, ich feiere euch. Ja? Und das ist natürlich auch eine gute Lösung für dieses Problem. So, sollte also Ihre alte E-Klasse platt wie eine Flunder, ausgelaugt wie ein Hund, mit dem man zu lange Gassi war, bewusstlos vor der Tür liegen regelmäßig, könnte es an diesem Problem gelegen haben. Und ich wünsche Ihnen ein fittes Auto, gesunde und gelassene Zeiten und einen guten Sommer. Und wenn Sie lügen, schauen Sie auch andere Videos auf diesem Kanal, einfach so für Spaß und Freude. Oder vielleicht mal in die Romanreihe Hartmut und ich oder andere Bücher aus unserem Hause hinein. Herzliche Grüße von Autofahrer zu Autofahrer und selbstverständlich auch Autofahrerin, Ihr Oliver Uschmann.